Hallo Leute, es geht weiter bei The Legend of Zelda Let's Play Majora's Mask. Ich habe jetzt hier gewartet und tada, der Stein ist weg. Der gute Mann hat ihn nach 2 Tagen endlich weggehauen, weggeschlagen, weg, was auch immer. Da wollen wir hin, zu den Hühnern. Ja, hier die Romani Ranch. Da sehen wir auch Marlon, sie versucht die Ranch vor den bösen Geistern zu verteidigen, die schon da waren, meine ich. Ja, die bösen Geister haben alle Kühe mitgenommen und ja, die Schwester ist völlig verstört von ihr jetzt, weil sie wollte der Kleinen nicht glauben, dass die ja kommen, die Geister, und die Kühe mitnehmen. Die große Schwester hat gesagt, ach Quatsch, da kommen doch keine Geister hier und nehmen unsere Kühe mit. Ja, das hat sie davon, hätte sie der Kleinen mal geglaubt, hätten sie jetzt noch Kühe, aber das war's wohl. Hey, den müssen wir auch noch helfen, um dann hinterher an Epona zu kommen. Aber das machen wir jetzt hinterher. Das können wir jetzt auch noch gar nicht machen. Da müssen wir erst zum Pik Hibernia, heißt das, glaube ich. Oder so ähnlich. Ja, da müssen wir erst noch einiges erledigen. Wo ist mein unterer? Da. Jetzt wollen wir... Ja, hör auf zu haken. Wollen wir aber mit der Bremer Maske mal ein bisschen für Aufruhr sorgen hier. Und zwar sitzt hier in der Mitte ein alter Bekannter, den wir aus Ocarina of Time kennen, der Menschenhassende von Kakariko. Mein Großvater hat's mir gesagt, der Mond, der fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Ach ja. Jetzt guckt er sich um, unser Punker. Ich finde, es ist nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnen werden. Der Hühnerfreak Grock wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja. Und genau diesen Traum werden wir ihm erfüllen. Ja. Ging das nicht? Bin ich doof? Ja, ach so. Auf B. Hier, jetzt singen wir nämlich hier so ein Lied auf der Ocarina mit der Maske. Und jetzt schließen sich die ganzen kleinen Küken, schließen sich uns nämlich an und marschieren mit uns in einer Reihe. Und wenn das alle sind, dann werden die zu großen Hühnern und dann erhalten wir endlich unsere Hasenmaske, mit der wir das ganze Spiel viel schneller durchmachen können oder viel schneller gehen können und nicht so ätzende Rollen und was weiß ich nicht alles machen müssen. So, das Ganze ist aber trotzdem eine riesen Rumrennerei hier, weil... Link ist sowas von langsam, das glaubt ihr gar nicht. Mit diesem Marsch. Und wenn wir den Marsch nicht mehr machen, jetzt das Lied, dann gehen die ganzen Küken wieder weg. Also müssen wir es machen. So, Nummer 4 ist auch bei uns. Ja, komm her, Küken. So, da hinten müssten wir soweit alle haben, oder? Wir gehen mal im Kreis. Ja, das war jetzt eine Aktion, die hat's meilenweit gebracht. War hier nicht noch eins? Doch. Hier haben wir noch eins. Da vorne. Ach, wo sie sich alle verstecken. Hier noch eins hinter, weil ich hatte, als ich von einer... paar Monate ist das schon her, gespielt habe, hatte ich das Problem, dass mir einer fehlte, glaube ich, und ich den zum Verrecken nicht gefunden habe. So, und jetzt müssten noch 1, 2 hier keine mehr. Nee, die müssten noch da oben sein, jetzt hier oben links. Ja, da sehe ich zumindest einen noch. Und dann müssten wir sogar alle haben. Hoffe ich, Leute. Hier noch was vergessen, ne. Weil diese Marschrennerei da mit diesem bescheuerten Lied geht mir langsam auf den Nerv. Okay, komm, Küken. Das waren nicht alle? Nee, das kann nicht sein. Oder müssen wir erst zu dem Hühnerfreak, Rock oder wie er heißt. Ey, ich gehe jetzt vorsichtshalber schon mal hier hinten nochmal lang und gehe nochmal gucken. Aber das müssten eigentlich alle sein. 2, 4, 6, 8, 9 und es gibt 10. Ja, Mist. Ja, wo ist denn das letzte? Ne, es gibt noch eins.
Ja, wo soll denn das nur sein? Ich hab keine Ahnung, also was soll das? Hat sich das nach oben verzogen? Ne, können wir da überhaupt hoch? Doch, können wir. Aber hier ist er doch nicht. Ja, wo ist das? Ich hab keine Lust, die ganze Zeit zu suchen. Wo? Und jetzt hakt er auch noch. Das muss hier irgendwo sein, Leute. Ey, wie vor ein paar Monaten. Da hab ich auch gesucht und hab's nicht gefunden. Gib dich doch mit den Neuen zufrieden, Mann. Zehnte findest du dann halt, wenn der Mond nicht runtergefallen ist. Ja. Ach, da! Yo, jetzt haben wir alle. Jetzt geht's los. Alle werden zu Hühnern und... Ja, Leute, geschafft, würde ich sagen. Gott sei Dank. Aber irgendwie so Stoffhühner, die bewegen können die sich nicht mehr. Doch. Sieht komisch aus. Yo, gib uns die Maske. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Körpern sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Hier, du hast das hier, du kannst das hier haben. Die Hasenohren. Oh, die Hasenohren mit das beste Utensil. Yeah, das haben wir jetzt gar nicht mehr vorgelesen, weil ich will nur noch die Hasenohren haben. Stopp. Zieh die Maske aus, Link. Die brauchen wir nicht. Und jetzt, passt auf. Moment, die unten. Jetzt geht's ab. Boah, zieht euch das rein, wie schnell wir sind. Hier sind wir voll langsam, aber mit Hasenmaske. Boah, da geht's ab, Leute. Okay, und wir werden speichern. Und zwar speichert man hier entweder an der Eulenstatue oder mit der Hymne der Zeit. Rechts da unten. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Jo. Wir verlieren zwar jetzt alle Rubine und Bomben oder sonstiges, was wir bisher gesammelt haben. Kann uns aber relativ egal sein, weil, ja, was sollen wir damit? Zum Banker bringen wir die nicht, das Herzteil werden wir nicht holen. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal nur die ganzen Tempel zu machen. Vielleicht dann im Nachhinein, wenn ich Lust habe, nochmal so da ein bisschen mehr zu holen. Aber jetzt fürs Erste reichen mir erstmal die Tempel und der ganzen Sachen, die da noch so drumherum sind. Südunruhstadt! Jo, da sind wir. Hier fangen wir wieder an. Und ja, was machen wir jetzt? Was machen wir nun? Was werden wir tun? Was werden wir tun? Oh, hier, sehen wir Kaffee. Mit der Fuchsmaske. Interessant. Wusste ich gar nicht, dass die hier rumläuft. Gucken wir uns mal kurz seinen Weg an. Wir haben nicht mehr viel Zeit in dem Part. Machen wir auch nicht mehr weiter heute. Jetzt geht er zum Briefkasten und guckt, ob er von der Eulner vom Gänsehof... Nee, wie heißen die? Suppentopf? Küchentopf? Eintopf? Gasthof zum Eintopf heißt es. Ob er da eine Post... Nee, er steckt was ein. Wieso versteckst du dich, Karfall? Man sieht dich trotzdem und erkennen tut man dich auch. Komm her, rede mit mir. Rede mit mir! Nein, das will er nicht. Okay. Jo, wir machen hier den Cut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer... Jetzt kommt's wieder. Table Tennis TNT Tabletten TT Gamer. Ciao, Leute.